Jeder Mensch weiß, bewusst oder unbewusst, dass du dir deine Welt selbst erschaffst. Dass du durch die Wahrnehmung deiner Seele in dir jede Art von Gut oder Böse selbst bestimmst. Manche Funktionen deines Körpers werden durch einen geistreichen Mechanismus auf der anderen Seite deines Bewusstseins auf höchst intelligente Art und Weise gesteuert. Und manches Mal, Wenn in diesem Steuermechanismus sich etwas verändert, kannst du wahrnehmen, dass deine Sinnesorgane noch ganz andere Fähigkeiten zu haben scheinen, als die du ihnen durch den alltäglichen Gebrauch zuordnest. Es gibt Menschen, die mit Fähigkeiten ausgerüstet sind, die für wieder andere Menschen fast wie ein Wunderwerk. Die können Farben hören. Wieder andere schmecken Töne. Und wieder andere können, wenn sie Töne hören, Farben und Bilder vor ihren geistigen Augen entstehen lassen, die mit der Stimmung der Musik zu fantastischen Gebäuden der inneren Wahrnehmung werden können. Lass uns in den nächsten Minuten versuchen, wie dein Freund auf der anderen Seite dir helfen kann, jene Fähigkeiten deiner Sinnesorgane, die sonst im Dunkeln der unbewussten Unnotwendigkeit verschwinden, heute zum Zwecke eines faszinierenden Experimentes. Für eine von dir zu bestimmende Zeitdauer auf eine Art und Weise zu nutzen, die dir ganz neue Erkenntnisse über die Funktion deines Sinnesorgane liefern kann. Dazu, du weißt es schon, kannst du spüren. Dass sich die Muskeln an der Seite deiner Augenlider zu entspannen beginnen, ganz von selbst, und die Augenlider schwerer zu werden, und in ihrer eigenen Geschwindigkeit mit zunehmender Entspannung in den Augen ganz von selbst immer schwerer werden und geschlossen bleiben, denn je mehr die Muskeln
an der Seite deiner Augenlider sehen, desto weniger wird es dir gelingen. Und tiefer entspannen, desto weniger wird es dir gelingen, auch wenn du es noch einmal versuchen möchtest, die Augen wieder zu öffnen. Sind die Augenlider fest geschlossen? Sind die Augenlider fest geschlossen? Und dann kannst dann du wie jene weich, wohlig warme Welle, dich trifft und vom Scheitel bis zur Sohle, von der obersten Fläche, bis hinunter in die letzte Zehenspitze, wohlig warm, kannst spüren, wie die Muskeln deines Körpers mit Blut zu füllen schwerer werden und immer schwerer zu werden beginnen, spüren, wie dein Körper ganz tief auf seiner Unterlage ruht. Und mit der Entspannung des Körpers kannst du auch deinen Geist entspannen. Kannst und wirst du die Zahlen von 100 abwärts zählen. Und wenn das Zählen in deinem Kopf 97 erreicht haben wird, kannst du alle Zahlen vergessen haben. 100. Zahlen unwichtig, dein Geist beginnt sich zu entspannen, die inneren Bilder und Töne werden immer noch mehr Mühe kannst du haben, dich an die Zahlen zu erinnern. 99. Alle die Zahlen sind unwichtig geworden. Was du wahrnehmen kannst, ist der Klang eines Instruments, das dir plötzlich wichtig geworden ist. Öffne dein Herz und lass den Ton in dich eindringen. Und spür, wie mit jedem Ton, nimm wahr, wie mit jedem Ton, wie mit jedem Ton, jene Bilder, jene Bilder, die aus deinem Herzen bunter, farbiger, intensiver werden. Spür, wie die Musik dein Herz bewegt. Und ganz neue Empfindungen in dir entstehen. Für einen langen Moment diese Bilder und diese Empfindungen genossen hast, kannst du wahrnehmen, wie vor deinem geistigen Auge in der Mitte deiner
deiner Wahrnehmung ein strahlend heller, deiner Wahrnehmung ein glitzend leuchtender Diamant entsteht. Und je größer farbiger strahlender und leuchtender desto farbiger strahlender und leuchtender und intensiver sind die Töne, die aus deinem Herzen kommen. Wenn du möchtest, kannst du die Augen öffnen oder geschlossen die Bilder vor deinem geistigen Auge werden, solange der Diamant leuchtet und strahlt. Wenn es die Situation erfordert, dass du andere Dinge visuell wahrnehmen sollst und willst, kannst du einfach den Diamanten vergessen. Wenn du Musik und Töne mit Bildern genießen willst und aus deinem Herzen heraus die Wahrnehmung nehmen willst, dann brauchst du dir nur deinem geistigen Auge vorstellen. Und zum Zwecke jenes wunderschönen Experiments kannst du jetzt für nur eine kleine Weile in diesem Zustand bleiben, bis die Töne des Instruments erneut in dein Herz dringen und jene wunderschönen Bilder und Empfindungen in dir hervor. Jedes Mal, wann du willst.